Ja, hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil 7. Und zwar letztens haben wir ja den Ursprung dieser Nachricht da gesehen, womit das Spiel eigentlich anfängt. Ich wollte dann noch daher schauen in den Raum, ob da noch irgendetwas ist. Ja, schaut nicht so aus, dann müssen wir da weitergehen, glaube ich. Wir haben keine Heilmittel mehr. Okay. Haha. Okay, sie ist jetzt auch untergegangen. Ah, das ist aber quasi in der Vergangenheit eigentlich, oder? Das müsste jetzt das Ende von dem Video sein. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Okay, da könnten wir jetzt abspeichern. Haben wir jetzt eine Waffe? Nein, wir haben gar nichts. Den Raum noch einmal ordentlich gescheit durchsuchen da. Okay, da war nichts mehr. Ein Mantel. Mal aufmachen da. Das nehmen wir gleich mit. Flüssige Chemikalie ist immer gut. Okay. Okay, da kann ich hochklettern. Ich möchte aber zuerst schauen, was da noch ist. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Eck. E-Nektoxen. Okay, das kann man nicht ganz entschlüsseln. Muss vorstimmend, geben Sie die Probe in den Nekromix-Behälter. Mhm, da müssen wir wahrscheinlich die Innereien finden. Ah, das ist der Raum, wo der Laptop stand. Wir haben keinen Dietrich. Maschinengewehrmunition, jetzt brauchen wir nur mehr die Maschinenpistole. Chemikalien. Da ist der Laptop erst wohl kaputt. Kräuter. Wenn wir gleich mal zusammenmischen. Ab. Okay, brauchen wir jetzt Mittel. Wahrscheinlich da weitergehen. Können wir da aufmachen? Nein, noch nicht. Schaut cool aus. Das ist der erste Stock. Und der Maschinenraum vom Aufzug. Da kann man nichts machen. Okay. Das ist die Schiffsbrücke. Mal da oben sich um, ob da irgendwas am Atom liegt, was wir benutzen können. Vielleicht funktioniert er noch. Okay, was kann ich da machen? Kamera wechseln. 3 F. Kamera 3. Dritter Stock. Ethan. Zweiter Keller. Hoffentlich schaffe ich es noch.
S2. Okay. Unterstes Deck. Unterstes Deck, genau. Leg dran! Hör auf, Evelyn! Die steht da mittendrin. Verdammte Halluzination! Wo ist sie? Den kann man nicht mehr verwenden. Bombe mit Fernzünder. Gut. Da irgendwas. Wir suchen einfach alles ab. Sicher ist sicher. Hinten? Nein. Ich gehe jetzt. Chemikalie. Pistolenmunition. Da hat auch einer gekämpft. Ich wusste die Uzi. Wo sind wir denn da reingekommen? Die Tür haben wir auch noch nicht gesehen. Was? Kapitänskabine. Ah, genau. Scheiße. Ich brauche einen Dietrich-Kreuzschlüssel, den nehmen wir mit. Karte des Schiffs nehmen wir auch mit. Okay, Mia. Wir haben nichts. Kann man das mit dem aufmachen? Nein, das kann ja nicht verwendet werden. Ich brauche einen Dietrich oder ein Ätzmittel. Okay, da kommen wir nicht hin. Kräuter. Da sind wir wieder auf der Schiffsbrücke. Kapitänskabine, Schiffsbrücke. Da geht's runter. Bombe mit Fernzünder. Schade. Da sind wir aber schon gegangen, oder? Ja. Ich brauche noch irgendwas. Für was könnte ich den Schlüssel verwenden? Den Kreuzschlüssel. Alles. Die Kapitänskabine, ich möchte das da aufmachen. Wieder runterspringen. Da gehen wir jetzt den Kreuzschlüssel drauf. Jupp. Gut so. Eieieiei. Wir haben nichts. Da unten geht einer spazieren. Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Da muss Dr. Walter nachfragen. 3F. Sie brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht in den Gang bekommen. Dwayne. Hochklettern, runterklettern. Hochklettern, wir müssen 3F. Das ist 2F. Okay, den Brief kennen wir schon. Jetzt werden wir mal abspeichern da.
Weil da draußen wartet ja ein böser Junge auf uns. Mal schauen, ob wir den einfach entgehen können. Da laufe ich dann einfach in die andere Richtung. Wir haben immer noch nicht die Uzi gefunden oder die Maschinenpistole. Da drinnen ist sie auch nicht. Machen wir mal weiter. Okay, ist weg. Mal irgendwas. Das ist wahrscheinlich okay. Entriegelt. Okay, da komme ich jetzt 3F. In der Krankenstation haben sie irgendwas repariert damit. Da waren wir ja vorher schon drinnen. Da hat uns ja das Mädel. Kann ich da zumachen? Wo haben die da was repariert damit? Wow. Jetzt hat es mich gerissen. So, komm her. Und jetzt. Ah, hat mich gefreut. Das scheint irgendwie kaputt zu sein. Da kommen wir nicht durch. Na gut, dann gehen wir mal in den zweiten Stock. Aber da im dritten Stock muss irgendwo dieser Satz sein, den wir brauchen. Herabsteigen. Da rennt, glaube ich, einer um und um. Ja, dort hinten. Okay, gehen wir mal so. Was ist da? Da liegt einer. Ah, okay, Pistole. Gleich mal nachladen. Dann ist aber kein großer Krachen erst. Die Kufen kannst du dann brauchen. Ah. Okay. Hat aber trotzdem gewirkt. Nicht, dass wir da eine Türe übersehen oder was? Okay. Ah, dann müssen wir einsetzen mal zuerst und dann reinschauen. War da? Ah, das war das Stiegenhaus. Kraut. Schießpulver. Können wir Munition machen, wenn wir Chemikalien hätten? Ja, genau, super. Das hat sie ausgezahlt. Okay. Bleib liegen, du Saftkarte. Okay, nehmen wir da die. Wo waren die jetzt, die Sicherung? Ha? Haben wir den Raum schon durchsucht? Psychotonikum. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern in den Nachtschichten Tilter um Mittag ein Nickerchen in meiner Kuh. Nicht, dass deiner kommt jetzt. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19:30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure. Da vorne geht einer spazieren.
Einer der Ingenieure kam rein und sagte etwas, gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 1950 hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzen Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich um und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand, ein ganzes Heer jener Kreaturen lauern nur auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zehren. Und das ist alles, was ich weiß. Okay. Machen wir da mal zu, dass uns der da nicht nachkommt. Oh, kann ich das nicht zumachen? Oh ja. Mal da die Weste nehmen. Okay. Steht irgendwo was drauf? Nein. Da. Bootsfahrten auf den Amazonas. Schönheit in der schwarzen Lagune. Okay, das sind die Kojen von den Jungs. Schauen wir mal, ob wir noch was haben. Nichts. Aha, liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen, was der wohl befürchtet. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Kapitän gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich, in Liebe, Jim. Der Jim. Der wird nie wieder nach Hause kommen, der Jim. Leider. Tut mir leid für die Janet. Ja, wo waren wir denn da schon überall eigentlich? Waren wir da schon fast überall? Darunter können wir da nicht. Wir wollten eine Sicherung holen. Wir nehmen es. Wo war jetzt die andere? Der andere? Der Raum mit der Sicherung, Wartungsraum. Da war es nicht. Nur mehr 2 Schuss ist gut, ja. Fuck. Haben wir sie ja gerade rausgenommen. Der spinnt jetzt. Da. Und was bewegt sich da jetzt? Mehrzwecksicherung. Reserve 1 rausnehmen. Mehrzwecksicherung. Ich hatte aber irgendwo eine Tür noch mit einer Sicherung, wo wir nicht reinkommen sind. Und dann mal hinaufklettern. Ich glaube, vielleicht war das im zweiten Stock. Noch hochklettern. Second floor. Da, oder? Ah, das war die verriegelte Tür. Wow. Okay, das war meine Munition. Fuck it. Shit. Hab keine Muni mehr. Oh nein.
Aber jetzt können wir da in diesen Raum da rein, wo wir vorher nicht reinkommen sind. Schießpulver. Ich brauchte aber noch eine Chemikalie dazu. Lässt sich nicht öffnen. Wie schön. Gerade mal, komm her. So, laufen wir davon. Laufen da rein. Okay, was ist das? Ist das Muni? Nein. Maschinengewehrmunition. Ich brauche halt nur die Maschinenpistole. Was ist das? Da ist noch Mist drinnen. Schauen, dass der Trottel da nicht herkommt. Ah, da kommt er eh schon wieder. Uah! Scheiße! Oh! Ja, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Was ist da? Nochmal. Hallo? Nehmen, genau. Aufmachen. Dietrich, jawohl. Oh, wenn ihr jetzt eine Muni hätt, könnt ihr den da abschießen. Den Mr. Anywhere. Habe ich aber nicht. Der Pisser rennt da auch noch mal drum. Treff. So da. Schauen, ob wir da den Dietrich benutzen können. Es passt nicht zu diesem Schloss. Bullshit. Wenn wir da den Dietrich benutzen. Antike Münze, schön. Bringt man nur jetzt gerade eben sehr wenig. Da rein zu dem Schacht. Ich brauche halt jetzt noch dieses Kabelzeugs. Die haben aber gesagt, im 3F muss das irgendwo sein und ich brauche da. So, da schauen wir mal, ob wir da irgendwas haben, aber die Münze können wir zurückgeben. Ich könnte mal das Psychotonikum nehmen. Das hilft mir beim Suchen. Da liegt was. Was ist das? Überlebensmesser, ja, das nehmen wir auch. Gut. Ah, komm schon. Ja. Ich hab da nichts, gell? Mal da drücken. Flüssige Chemikalie, wie nice. Schön. Schießpulver. Hey, da hinten ist so viel. Da muss ich auch rein. Ah, da komme ich nicht rein. Da brauche ich dann irgendwas. Da müsste man das finden.
höher. Komme ich hier nicht, oder? Oh, das ist die Schiffsbrücke. Dort hinten liegt was. Oh, da. Okay, da komme ich nicht rein, aber was ist da? Schießpulver. Vielleicht haben wir auf der Brücke noch was übersehen, solange wir dieses Psychotonikum noch haben. Schauen wir da noch. So wie es aussieht, ist das Psycho. Jupp. Noch ein bisschen was abgekriegt, ne? Da. Ja. 4F. Wir sind im obersten Stockwerk, das haben wir eh schon gesehen. Naja, ich würde trotzdem sagen, das war die heutige Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet jetzt wieder ein. Servus! Mhm.